Willkommen hier zurück bei Resident Evil 4, hier mit der lustigen Piratenmusik. Ja, denn, hier können wir sogar Gitarre spielen, nicht schlecht. Wir wollen uns, ich möchte mich jetzt mal hier als Scharfschütze oder wie auch immer. Das sieht ja mal geil aus. Als, Schütze probieren auf jeden Fall. Wir kriegen hier, ach guck mal, Mata al Pirata. Cool. So, aha, wir kriegen 400 für Säbelwert, 200 für... Der sieht aus wie Terminator, Entschuldigung. Der sieht aus wie Terminator. So, wir kriegen 500 abgezogen, wenn wir einen Matrosen töten. Sprengstoff 300. Kriegen wir das dann zusätzlich noch, wenn wir eine Sprengstoff-Ding? Okay. Wir müssen halt aufpassen, wenn wir Dynamit in die Luft jagen, dass wir keine Matrosen dabei töten. Ne? Das wäre fatal. Ich würde es mal mit der Pistole versuchen, weil wir haben eh keine Schnellschusswaffe. Ja, können wir da oben speichern? Nee, ne? Das müsste ich oben machen. Ach komm, egal. Wir verschwenden keine Muni. Wir... So, ein Gewehr räumt. Ah, okay. Ah, okay. Warte mal. Belohnung mindestens 3000. Mindestens 5, mindestens... Highscore. Voraussetzung für Bonus. So, und da kann ich beides benutzen, oder wie? Okay, ich krieg allerdings tatsächlich hier mindestens 7000 bei den Roten, hier nur 5. Da ist und hier 5 statt 4, also da ist doch das hier besser, oder? Das hier ist natürlich das allergutste, was? Das allerbeste. Ich nehme mal erstmal hier, komm. Ah, ich hätte wahrscheinlich... ...die gerade in der Mitte treffen müssen. Warte mal. Ah! Alles klar, verstanden. Mach mal. So, Kopfschüsse geben aber keine extra Punkte, ne? Nur hier bei denen. Sag mal. So. Ah, hier wäre die Nacht. Also der schießt nicht so schnell, ne? Feierabend. Oh, das war's schon. Schade. Okay. Ah, wir haben aber A. So, wir haben silberne Jetons 2 bekommen. Alles klar. So, ich brauche aber wahrscheinlich ein paar mehr, ne? Warum ist mein Inventar so voll? Aber ich kann ja oben gleich noch was verkaufen. So, mal gucken. Was kriege ich denn jetzt dafür? Ich werf da mal rein. Ich brauche 3. Okay, alles klar. Also müssen wir es nochmal machen. Ich will es zumindest einmal ausprobieren. Vielleicht gehe ich offscreen hier auch nochmal hin. Mal gucken. So. Ach so, ja. Entschuldigung. Ah, shit, da hätte ich Kopf treffen können. Boah. Der schießt zu langsam. So. Ah, schade. Schade, schade, da hab ich zu spät reagiert. Ich dachte gerade, warum hat der Dings? Okay. Ich krieg nix. Schade. Okay, dann. Gerade nochmal. Getroffen.
Boah. Mist. Ah, scheiße, den letzten. Ah, Mann. Den letzten hätte ich gerade noch gekriegt. Ich krieg schon wieder nichts. Ja, weil... weil ich... irgendwas nicht schaffe. Ich muss mindestens... ja. Okay, einmal probiere ich es noch. Ich muss wirklich jeden treffen. Sonst habe ich ein Problem. Ja. Ja, ja. Ich darf keinen daneben schießen, weil sonst habe ich zu wenig nachher für den... oder ich muss mir oben mehr Munitionskapazität holen. Schade. Ah, fuck! Nein! Scheiße. Oh, den hätte ich wohl nicht... da hätte ich... ja, okay. Warum auch immer ich da jetzt Abzug bekommen habe, ich weiß es nicht. Ja, okay. Wir machen da ein andermal weiter. Ja, ich habe leider keine Jetons jetzt bekommen. Oder warte mal. Ich probiere mal gerade was. Ich will mal eine Sache gerade probieren. Ich mach mal das hier. Vielleicht kriege ich da wenigstens noch einen Jeton. Ich will wenigstens noch einen haben. Yo, Mann, das war natürlich wieder klar. Schon wieder einen erwischt. Boah, ist das fies. Man muss hier echt schon sehr gut schießen können. Warst du schon? Ach ne. Ich meine, klar, hier soll man natürlich eigentlich mit dem Scharfschützengewehr, denke ich, treffen. Wow. Ja, okay. Na gut, na gut. Ja, das war sehr schlecht. Krieg ich denn noch was dafür? Nein. Ja, komm, wir machen dann andermal weiter. Ich bin da einfach gerade zu schlecht für. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen üben. Ich hätte zwar gern Talisman gekriegt, aber vielleicht mache ich hier offscreen noch mal ein bisschen weiter. Aber nicht jetzt. Weil das ist leider jetzt fürs Let's Play auch ein bisschen sehr... ja, wie soll ich sagen, das zieht das sehr in die Länge. Vorsichtig auszudrücken. Ich will ja auch ein bisschen weiterkommen noch, ne? Will ja auch noch ein bisschen weiterkommen. Ich bin leider nicht so gut hier drin. Also der Schießstand bei Dead Space, den, mit dem kam ich besser klar. Aber vielleicht brauche ich auch einfach noch ein paar bessere Sachen. Zum Beispiel die Feuergeschwindigkeit beim bei der Pistole. So, verkaufen. Die Viper kann weg. Und ansonsten glaube ich nichts, ne? Die Rohstoffe... ja, naja, gut. Ich glaube. Well done, Stranger. Tunen, warte mal, tauschen. Kann er irgendwas Neues? Nee. Tunen. So, pass mal auf. Bei der hier. Feuerrate. Your weapons are in there you are. As you wished. Feuerrate. Hier Reverieren. Nö, ich glaube, das brauche ich noch nicht. Nachladegeschwindigkeit. Nee, lass ich, glaube ich, mal. So, hat er irgendwas Neues? Die TMP, klar. Rezeptur, Bolzen. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde das Bolzengerät nicht benutzen. Ich komme damit nicht zurecht. 5000. Ich lege das mal in die Kiste. Vielleicht komme ich später nochmal dazu und sage, ja, komm, ich nehme es dann doch nochmal. Aber ich glaube, aktuell packe ich das weg. So, und die auch. Nicht wegwerfen. Nein, 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 nein. Warte kurz. Ah, warte. Moment. Warte. Aufbewahrung. Komm mal her. Kann ich auch so machen? Ne, das geht nicht. Okay, schade. Ich muss den schon ausrüsten. Wo ist denn... komm mal her. Reload. So, und jetzt nämlich weglegen. Aufbewahrung, zack, weg damit. Okay.
Die kann ich nicht aufbewahren, ne? Schade. Weil, ja, ich würde die halt gerne weglegen. Die sind mir jetzt gerade ein bisschen über. Gewehrmunition können wir aber machen. Ja. Finde ich gut. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, ich denke... Was war das? Alt, ne? So, lass mal gucken. Ich denke, damit fahren wir ganz gut. Wir haben erst Silverspray, wir haben noch was zum Heilen. Ich brauche noch ein gelbes Kraut, dann können wir wieder maximale Gesundheit erhöhen. Okay, Schießstand. Ja, gut. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Schütze bei sowas. Gut, dann würde ich jetzt als nächstes sagen, gehen wir zum See. Und gucken mal, was da so auf uns wartet. Da vorne geht es auch noch irgendwo lang. Wenn das Bootsbenzin ausgeht. Das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt so viel, wie er braucht. Ich gucke gerade so mit zusammengekniffenem rechten Auge, weil ich weiß ja, was mich erwarten wird. Deswegen ist jetzt gerade die Frage, brauchen wir wirklich Bootsbenzin für das Boot, um Del Lago zu bekämpfen? Und warum zum Teufel ist hier so ein Gerüst? Ich dachte, ich muss jetzt erst auf den See raus. Okay, ich komme auf jeden Fall zurück. Da ist eine Leiter. Habe ich hier etwa zwei Wege, wo ich lang kann? Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Das kann ich nicht kaputt machen. Schlange? Nee. Aber Flinte. Flinte nehme ich auch gerne. Dann haben wir unser Magazin wieder voll. Weil doch jetzt, eigentlich kommt doch jetzt der Kampf gegen Del Lago, aber ich habe da oben auch noch einen Weg. Oh, warte, hier ist wieder eine... Da, ich sehe sie schon. Gegen eins kann man sich, also eins kann man sich sicher sein, die sind gut zu sehen, sagen wir es mal so. Ah, hier brauche ich Elfliesebert und dann brauche ich wahrscheinlich noch zwei und dann muss ich die erstmal richtig anordnen. Und dann kriegen wir irgendwas Schönes. Okay, cool. Gelbes Kraut, sehr schön. Und noch ein Küchenmesser. Jawohl. Nice. So, aber wieso kann ich denn jetzt... Ich kann doch... Ich kann einmal da oben lang. Also, nee, das ist das... Warte mal, Zwischenziel. Bootsbenzin. Heißt das etwa, ich kann jetzt noch gar nicht mit dem Boot fahren, weil da kein Benzin drin ist? Warte mal. Das wäre ja zu krass. Ja, es ist tatsächlich leer. Ja, ja, ja. Da bin ich ganz deiner Meinung, Leon. Alles klar, wir müssen erst Benzin holen. Wie cool ist das denn? Das ist ja super gut. Weil früher konnte man immer direkt losfahren. Jetzt müssen wir aber erstmal hier hin. Und Benzin holen. Ja, ich ahne schon, was uns hier gleich blüht. Komm ich da rauf? Muss irgendwo eine Leiter sein dafür. So, irgendwen, den ich schon vielleicht mit dem Scharfschützengewehr wegholen kann. Ah! Mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Ja, das war nicht gerade sehr subtil von mir. Hallo. Oh. Hat mich gesehen, ne? Jo. Ciao.
So, erstmal gucken, gibt es hier irgendwelche Fallen, die ich nutzen kann? Sieht jetzt gerade nicht so aus. Na gut. Machen wir mal Folgendes. Hi. So, kann der auch Leiter gehen? Ne, der kann gar keine Leiter runtergehen. Cool. Boah, wird der Unterkörper weggeschossen. Doch, der kann Leitern gehen. Und wir können ihn auch runterschießen. Geil! Ja, wenn das so ist. There you go. Ah, shit. Ich hätte ausweichen sollen. Jo, verdient. Verdient, verdient. Aber das ist cool, dass wir den da runterschießen können. Das finde ich gerade mega. Das werde ich auf jeden Fall anwenden. Weil das ist sehr effektiv. Ich hätte nur die Granate gleich eben ein bisschen besser werfen sollen. Das war ein bisschen schlecht. So, aber wir fangen hier wieder an. Das ist gut. Alles ist nachgeladen. So, pass auf. Dann machen wir denselben Trick wie eben. Erstmal hier schön runterfallen und dann gleich... So, guten Tag. Hallo, kommen Sie mal mit. Ja, ja. So, können wir vielleicht hier schon... Ah, ne, ist zu schnell. So, kann ich hier... Sehr gut. Na komm, na komm, na komm. Ciao. Ist vielleicht ein bisschen mies, aber... Aber auch nur ein bisschen. Pistole bringt irgendwie gar nichts gegen den. Ciao. Ich glaube, das ist Munitionsverschwendung. Ich mach das mit dem Dings. Na, die Damen. Rapido. Wer kommt zuerst? Er natürlich. So, jetzt müsste er kommen, ne? Jo, wunderbar. Ja, ist ein bisschen cheesy, ich weiß, aber ich will gerade... Ich will das gerade ein bisschen ausnutzen, dass das geht. Ja. Ich würde sagen, damit kann man doch leben. Damit kann man sehr gut leben. Danke. Wenn das Spiel einem schon die Möglichkeit gibt. Also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe zwar die ganze Dingsmunition verschossen, aber ja, nun, ich habe leider nicht genug, um Flintenmunition herzustellen. Das macht aber nichts. Gut. Man, ich habe nur die Umgebungsvariablen benutzt, also die Umgebungsgegebenheiten. Also alles gut. Man muss es sich ja nicht unbedingt schwer machen. Noch eine Handgranate. Oh. Warte mal, ich kann eventuell vielleicht das mit dem Messer zerstören. Nee, schade. Doch. Ich möchte nämlich keine... Muni verschwenden. So, wir haben Gewehrmuni, das heißt, wir können mal nachladen, aber ich glaube, wir haben eh nur 5 Schuss. Na gut, na gut, na gut. So, sind hier noch mehr? Der hat eine Armbrust. Er hatte eine Armbrust. Interessant, dass da oben keiner draufsteht. Ich hätte da einen hingestellt. So, seht ihr irgendwo was? Ich sehe nix. Außer ein Vogelnest. Sehr verführerisch, by the way. Na gut, dann holen wir uns mal die Beute aus dem Vogelnest. Flintenmuni, Flintenmuni.
da drüben auf der anderen Seite, ne? Ich bin sauer. Kommt gleich, glaube ich, einer von der Seite. Gib mir die Viper bitte. Hi. Was? Wie gemein. Oh, schnell ins Wasser zum Löschen. Ah, war schon. Ich war schon gelöscht. Bleib doch mal liegen, ey. Boah, mein Messer ist gleich schon wieder kaputt, ne? Scheiße. So, aber wir haben alle Schlangen gefunden. Warte, ich hab gleich Zeit für euch. Halt! Ich muss doch noch Sachen erledigen. So, einmal ein Gruppenfoto. Scheiße, da kommen ein paar mehr. Ah nein, da war eine Falle. Ich wusste es, dass hier Fallen sind. Oh nein, da war eine Falle, die habe ich nicht gesehen. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass da Fallen sind. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen, ne? Mit Sicherheit müssen wir das alles nochmal machen. Na klar, natürlich. Ist doch klar. Aber gut. Vielleicht werde ich mal direkt mit Granaten jetzt arbeiten, damit das ein bisschen schneller geht. Wenn er nicht so schnell wäre, ne? Gut, einmal schieße ich ihn runter und dann werfe ich eine Granate hinterher. Dann müsste der schneller sterben. Bam! So, da so. Hoffentlich reicht das. Ah, ne, leider nicht. Verdammt. Sogar verschwendet. Kann ich denn, Fuck. Leider nicht. Nice Headshot. Ich habe die andere mit runtergeschossen. Teil. Ciao. Ciao. So, noch jemand? Ach, du noch. So, das war's. Bis auf das wir die eine leider verschwendet haben. Was ist los? Wow. Ein Treffer. Ein Schuss, ein Treffer. Nicht schlecht. Doch gerade gesehen, mein Freund. So, den haben wir. So, und dann war da oben noch eine, ne? Da muss ich gleich gucken, dass ich das vielleicht ein bisschen schlauer anstelle. So, die Autosave Points sind leider nicht so gut, wie ich das mir vorgestellt hatte. Weil wenn man hier stirbt, muss man das... Ich denke mal, das liegt aber auch daran, weil wir Veteran spielen, denke ich. So. Da war das Vogelnest. Da ist Dingsmunition drin. Kommt man denn da... Ah, da kommt man von oben runter, ne? Glaube ich. Oh. Oh, warte mal. Habe ich gerade was... Habe ich gerade einen Ausweichmove gemacht? Ich dachte, ich kann so wie mit Jill in Teil 3. Nee, das geht hier nicht. Okay, schade. Ich dachte, das hatte sich gerade ganz kurz so angefühlt, als ob. Warte mal, macht der vielleicht da Fallen hin? Weil eben war da, glaube ich, noch keine, oder?
Gucken, ob wir hier ein bisschen schleichen können. Ich weiß, es ist kein Schleichspiel, aber trotzdem. Er wird mich sehen, leider. Jetzt erstmal gucken wegen der Fallen. Ich hole mir die Medaille gleich. So, noch was? Okay. Ich könnte mir nämlich, weil früher haben die das, glaube ich, so gemacht, dass sie die Fallen selber aufgestellt haben. Ja, ich war sehr laut. Entschuldigung. Eine antike Pfeife. Okay. Terence Hill hat auch schon mal besser zugeschlagen. So, Vorsicht, hier sind irgendwo wieder die Fallen. Nicht, dass ich da wieder reinrenne. Ah, genau da. Nein, Leon, geh doch runter. Mann, du sollst dich ducken. Oh, der hat sich nicht geduckt, scheiße. Oh, Mann. Okay, Entschuldigung, dass ich mich jetzt gerade auf den Tisch gehauen habe. Das hat man bestimmt gehört. Was eine Scheiße. Der sollte sich doch ducken. Mann, das hätte gerade so gut geklappt. Das hätte gerade so gut klappen können. Hier ist noch eine Falle. Da kann ich nicht drunter durch, okay. Aber was ich machen kann, wenn ich da genug Zeit für habe. Komm her. Wollte ich die ganze Zeit schon ausprobieren. War's das? Gut, dann hätte ich jetzt gerne die Medaille. So, eine fehlt noch. Haben wir die Schlange? Ich habe die Schlange nicht, ne? Scheiße, wo ist die Schlange? Muss ich auch noch hin. Wo war denn die Schlange? Die war hier vorne irgendwo, ne? Oder die schwimmt hier irgendwo noch. Da ist sie. Sehr gut. Schlange? Sehr gut. So, ich gehe mal ein bisschen langsamer vor hier. Nicht, dass ich wieder irgendwo da muss ich runterspringen. Dann komme ich an das Fass noch dran. Hier ist nämlich noch sehr viel zum Einsammeln. So, ich glaube, wir haben alle Medaillen, oder? Haben wir alle Medaillen? Ich habe es jetzt eben nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet. Die Musik ist noch ein bisschen am Start hier. Da oben steht auch noch ein Fass rum. Ist ja unfassbar, was ich hier alles vergessen habe. Meine Güte. So. Nochmal Peseten. Da geht's nicht rein. Ja, ich denke, das kann man aber so machen. Noch eine Schlange. Das sind jetzt schon mehr Schlangen, als ich brauche. Aber hey, warum nicht? So. Sehr gut. Können wir hier auch nochmal nachladen. So, ich muss da nach oben. Da nach oben, da nach oben, da nach oben. How can I get there? Wie kann ich da hoch? Wahrscheinlich ganz hinten. Wir müssen erstmal einmal durchgehen hier wahrscheinlich. So, hier ist nichts mehr. Ich gucke jetzt auch mal bewusst nicht auf die Karte, ne? Also ich meine, die macht einem das sehr einfach, weil ich ja die ganzen Gegenstände, zumindest fast alle,
Ich glaube, diese Salazar-Figuren, die nicht. Aber alle anderen Gegenstände müsste man hier theoretisch sehen können. Da ist noch ein Fass. Ich weiß nicht, ob mir das gleich irgendwie weiterhilft. Hallo? So. Wow, was ist das denn hier? Was ist denn das hier? Eine Knochenmalmaschine oder was? Hier ist schon mal ein Hühnerei. Das könnte ich mir gerade schon mal ein... Ne, brauche ich nicht. Ich habe noch volle Gesundheit. Ach nee, das ist, glaube ich, ein Mahlwerk für Getreide oder so. Oder ich weiß nicht. Ah, das Benzin. Ja, jetzt habe ich das Benzin genommen und jetzt kommt wahrscheinlich erstmal die Begrüßung, ne? Weil ich das jetzt genommen habe oder so. Kleiner Schlüssel. Noch mehr Schlangen. Ich glaube, ich habe da gleich keinen Platz mehr für, wenn das so weitergeht. So, mal gerade in die Bäume gucken, ob da noch was hängt. Da oben? Nee. Okay, dann. So. Natürlich ist da noch jemand. Gerade irgendjemand reden hören. Die lassen mich wahrscheinlich nicht so einfach gehen, ne? Weil ich jetzt das Bootsbenzin habe. Da muss ich gleich noch hin. Da ist noch eine Sprengfalle. Die mache ich erstmal weg. So. Komme ich von da auch dahin? Ja. Ach so. Warte. Bleib mal stehen. Aufpassen, dass sie nicht. Cool, die können wir ja einfach Kasparkopf schießen machen. Nicht so gut. Schnauze. Oh, das war's schon wieder. Ja, wir haben gerade ein bisschen, ne? Wir haben gerade ein bisschen Scharfschützengewehrmunition. Das Nachladen dauert nur so ewig lang. Ich glaube, die war hier gut investiert. So, dann hier runter. Dann haben wir das und dann können wir die Kollegen auch noch looten. Hehehe, thank you. So, dann lass mal gucken. Eine Medaille haben wir noch hinter uns. Hinter uns oben. Warte. Frau. Links von uns. Da irgendwo. Stimmt, da oben auf dem. In die Richtung. Ja, in die Richtung. Okay. Oh, warte. Das hole ich mir noch. Und da ist noch ein Fass. Meine Güte, ich habe wieder alles übersehen hier. So. Bestimmt hier in dem Baum, oder? Warte. Hier rechts. Hier so. Ich müsste genau... Wahrscheinlich hier unten drunter, oder? Oh, da ist noch eine Kiste. Warte, wie komme ich da hin? Da ist ja noch eine Kiste. Und hier ist auch die Medaille. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut, das Teilstück. Wir brauchen nur noch eins. Leon, danke. Ja, das war's. Wir kriegen wieder super geile Sachen dafür. Und hoffentlich komme ich jetzt ohne störende Dinge zurück zum Boot. Das wäre fantastisch. So, lass mal eben gucken. Wir haben da noch was. Was ist das? Ach, da brauche ich einen Schlüssel für, ne? Nee, das müsste... Hä, habe ich hier was übersehen? In dem Raum da? Warte mal. Wo habe ich denn...
Kann ich hier noch irgendwas öffnen? Junge. Das ist ja ein Sargenton, geil. Das ist ja selbst mit Karte super schwer zu finden. Boah. Also Adlerauge lässt grüßen. Wer hier das schafft ohne diese Hinweise, leckt mich am Arsch. Mir fehlt übrigens, das kann ich gerade noch als kleines Anekdötchen erzählen, mir fehlt bis heute bei Resident Evil Village eine Ziege. Ich habe einfach dann auch irgendwann einfach nicht mehr gespielt. Ich habe die einfach nicht gefunden. Und ich weiß auch nicht, ich habe dann die Lösung geguckt, ich weiß nicht, welche mir fehlt. Das Spiel sagt, ich habe nicht alle. Mir fehlt eine einzige Ziege. Und das ärgert mich so, dass ich dieses Achievement nicht bekomme. Irgendwann, wenn ich nochmal Lust auf Resident Evil 8 habe, dann werde ich das nochmal spielen und dann gucke ich mal. So, wir sind hier fertig, ne? Fischfarm. Okay. Ich glaube, das Gebiet gab es nicht, ne? Beim alten Teil. So, hier dürfen wir relativ sicher sein. Hoffentlich. So. Aber ihr wisst, was ich jetzt mache. Ich muss jetzt erst nochmal zum Händler, denn... Und hier müssen wir noch was einsetzen. So, ich denke, wir müssen... eins noch einsetzen. Kann ich denn hier schon bestätigen? Zurück. Wahrscheinlich können wir das erst machen, wenn wir alle haben. Dann können wir dieses Puzzle machen. Ne, weil ich will die Jetons in den Automaten stecken. Und die Schlangen abgeben und die Medaillons abgeben. Das ist ja klar. Das Schöne ist, dass das ja alles hier direkt vor der Tür ist. Muss ich nicht weit laufen. So, dann hier. Vier Spinelle, vielen Dank. So, dann kriegst du von mir die Pfeife, den Seidenkristall und die Viper. Ich verkaufe dir mal zwei. So, damit haben wir die Viper nämlich auch erledigt. Nochmal vier Spinelle. Got a selection of good things on sale, stranger. Gib mal her. An interesting choice. Interesting choice. Of course. That cash in your pocket or your life. Ja, ja, natürlich. So, das haben wir alles. Hier wollte ich mal die Magazingröße, glaube ich, erhöhen, ne? War das Magazingröße? Ich glaube ja. Angriffskraft, Magazingröße, so Feuerrate. Machen wir nochmal. Magazingröße können wir auch machen. Okay, dann haben wir hier schon mal sehr gut alles gemacht. So, ansonsten Halskette können wir noch nicht. Weinkanne könnte ich verkaufen, aber ich warte noch auf Diamanten. Ich warte da ganz ehrlich noch auf Diamanten. So. Dann speichern wir nochmal und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.